Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Storm Over Europe von Strategy Command. Und ja, ich spiele immer noch gegen mich selbst, hatte beim letzten Mal die ersten zwei Züge mit den Achsenmächten jetzt wieder gemacht, nachdem ich ja ein Jahr lang die Alliierten befehligt hatte. Und ja, also es sieht sehr unterschiedlich aus, muss ich sagen. Dass wir bei der Heeresgruppe Mitte jetzt nicht so richtig vorankommen, weil jetzt schon Dinges ist. Matsch ist natürlich nicht so toll. Genau. Gut, ja, ist jetzt die Frage, ob ich jetzt so, der müsste ja eigentlich, dürfte eigentlich keiner sein, sonst müsste ich den ja sehen können. Ich mache erstmal jetzt wieder leiser. So. Es geht leider nicht. Dann gehst du mal dahin und du kannst vielleicht mal da ein bisschen weiter voranrücken. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich jetzt. Wir greifen jetzt erstmal den da an. Und dann bin ich am Überlegen, ob ich jetzt schon vorrücken soll. Aber ich glaube, das mache ich. Damit kann ich die dann nämlich jetzt auch einkreisen. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den hier irgendwie noch kaputt kriegen. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass einige hier immer noch ja, nur Stufe 1 haben. Gut, hier bleibt er jetzt mal stehen. Und dann würde ich sagen, tun wir das Hauptquartier ein bisschen näher ran. So, der hat ein 2-0. Dann machen wir das mal, würde ich sagen. Unfassbar, der sich jetzt zurückzieht. Ey. Das finde ich jetzt echt dreist. Gut, aber wir sind jetzt da ein ganzes Stück weiter. So, den tun wir mal ein bisschen näher ran. So, jetzt haben wir hier natürlich das Problem mit diesem blöden Partisan. Zieht sich zurück, so ein dummes Arschloch, unfassbar. Gut, ja, der hat leider kein Dinges. So, du gehst jetzt mal dahin, würde ich sagen, um die Verbesserung da zu ver die ver Dinges zu verbessern. Ja, du hast ein 1-0, das machst du mal. Ein 2-0, ein 1-0. Ja, die brauchen ein Hauptquartier. Das hier, das kommt aber nicht so richtig voran, leider Gottes. So, ihr könnt. Ah, Moment. Ein 2-0 hört sich ganz gut an. Zack. Ist halt doch alles in allem etwas verlustreicher. Geht leider nicht. So, du gehst mal einen nach vorne und kannst schon mal sehen, dass da in Kursk ist einer drin, aber nichts Spezielles. So, du kannst da mal rein. Und damit die Front da herstellen. So, okay. Jetzt habe ich denen keine Mobilität anscheinend gegeben.
Naja, gut. Komm, du kriegst zumindest mal Infanteriewaffen 1, weil ansonsten kriegst du nämlich gar nichts gebacken, mein Freund. So, ist ja sowieso Scheißwetter. Dann geht ihr mal weiter nach vorne und ihr macht da auch mal einen Gewaltmarsch näher an die Front ran. So, gut, das haben wir schon mal hingekriegt. Du gehst mal da nach Tscherniv rein. Und ja. So, okay, damit haben wir Rostock schon mal eingenommen. Das ist ja so die Stadt. Moment, ist da oben einer drin? Wie kann ich das überprüfen? So müsste das doch gehen. Okay, da ist einer drin. Aber den haben wir jetzt von der Bahnverbindung abgeschlossen. Das heißt, da brauchen wir uns jetzt gar nicht großartig anstrengen. Können dem schon mal einen verplätten. Ihr geht einfach mal so damit. Mit Soda geht ihr mit. So. Du gehst damit. So. Okay. Gut, die Dinges hatten wir ja beim letzten Mal genau, die waren eingetroffen, da ist jetzt aber momentan noch nichts. Genau, da oben wollte ich die Bahnverbindung abtrennen. Das funktioniert leider nicht so richtig wie gewollt. Okay, so, ja, damit haben wir das schon mal geschafft. Genau, den hatte ich beim letzten Mal bewegt und da müssten wir jetzt gucken, dass wir den ein oder anderen mit dem Transport, da müssten wir jetzt aber erstmal gucken gehen, ob da frei ist soweit. Nehmen wir den hier mal. Okay. Sieht aber einigermaßen frei aus. Hier bleibt er einfach mal an der Küste. So. Und du auch. Transport. Fährst du vielleicht einfach mal in den Hafen von Syrakusa rein? Nee, nicht den nicht, sondern den verlegen wir, den transportieren wir noch. So. Okay, das U-Boot geht vielleicht mal hier in den Hafen. Ich weiß nämlich nicht, wo die Schiffe jetzt hin sind. Okay, so, damit haben wir das schon mal geklärt.
Genau, der ist Modus Jagd, jawohl. Der kann da ein bisschen Terror machen. Und der sollte. Achso, den haben wir jetzt gar nicht, den Hafen. Fährst. Oh. Naja. Das geht leider nicht wegen dem Wetter, sonst hätte ich gesagt, gehe ich vielleicht mal dem mit dem Scouten. Aber das klappt leider nicht. So, gucken wir nochmal in die Forschung rein mit den Italienern. Wäre natürlich eine Überlegung, Infanteriewaffen 2 da reinzugehen. Artilleriewaffen oder vielleicht eine Artillerie kaufen. Aber ich glaube, ich mache jetzt Infanteriewaffen 2. Und die deutschen. Spionage und Aufklärung ist halt auch irgendwie wichtig. Forschungsbonus. Gut. Dann kaufen wir uns jetzt noch ein paar Garnisonen. Müssen wir mal gucken. Wir haben noch eine ungarische, die wir kaufen können. Eine rumänische. Und was ist denn mit den. Wir könnten uns noch Kavallerie, könnten wir uns noch zwei kaufen. Dann machen wir das auch noch. So, und einen ungarischen Panzer. Die mechanisierte. Ja, das ist zu teuer, vergiss es. Aber gut, dann haben wir immerhin noch 226. Wir könnten aber überlegen, uns vielleicht noch einen Zerstörer zu holen. Zack. So, sehr schön. So, jetzt werden die ja bald hier kein nichts mehr haben. Und ja, ihr könnt da vielleicht noch ein bisschen näher ran. Falls dann nächste Runde nochmal gutes Wetter ist, könnt ihr nochmal euer Glück versuchen. Der geht auch mal näher ran. Ihr passt da auf. So, dass da keiner ausbricht. Du gehst näher ran und ja, da müssen wir mal gucken, was jetzt passiert. Ja, auf Schweden. Ganz toll. So, 940 haben wir gekriegt. Italien 205. Okay. So ein Gesochse. Unfassbar, dass sie ihn sehen können von da. So, jetzt wird hier wieder die Wache geschützt. Ja. Wäre natürlich eine Überlegung, meinen italienischen Fallschirmjäger auch zu kaufen.
Das wäre auch keine dumme Idee, würde ich mal sagen. Also die Fallschirmjäger jetzt generell mal für diesen Zweck zu nutzen. So, keine Ahnung, wo der jetzt hin will. So, gut. So, da haben wir ein U-Boot. Den. So, eine Garnison, ja. Ihr stellt euch einfach mal irgendwo eine Stadt. Ja, ihr könnt dann vielleicht mal irgendwie gucken, dass ihr verlegt werdet. So, da müssen wir jetzt mal gucken. So. Kann ich jetzt bis 8 aufladen? Das reicht ja jetzt auch erstmal fürs Erste, würde ich sagen. So, das heißt, da könnten wir jetzt dann langsam beginnen. Den kann man sogar ganz aufladen, sehr schön. Ja, erstmal beginnen umzukehren. Das geht nicht. Ja, ihr macht euch da für Damaskus bereit, würde ich mal sagen. Und ja, du fährst mal irgendwo hin. Ihr könnt vielleicht mal hier das Schlachtschiff heilen. So, okay. Wie viel kostet denn der Fallschirmjäger? Zweihundertzehn, okay, ja, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Macht jetzt aber nichts. So, da müssen wir noch mal gucken. Da ist einer. Verlegen. Da ist einer neben dem. Verlegen. Smolensk. Moment. Du gehst da mal nach Smolensk rein. Dann ist da und da einer. Moment, wo war das jetzt? Ah, hier glaube ich. Genau. Da steht der Panzer momentan drauf. Das heißt, da haben wir einen hingeschickt. Da ist einer. Ganz im Osten, da steht jetzt aber auch gerade einer drauf.
Und in Rostov, da müsste auch einer gerade drin stehen. Da oben bräuchte ich dann auch zwei. So. Was ist denn jetzt mit den Bombern? Die kommen wahrscheinlich nicht da oben hin. Leider nein. Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal hier weiter. Gut, ihr belagert den jetzt einfach mal ein bisschen, wobei bei meinem Pech funktioniert das sowieso nicht. Das ist diese Kackversorgung, die auch das Hauptquartier da wieder irgendwo hingestellt haben, wo es nichts zu suchen hat. Unfassbar. Machen wir das halt so, wenn ihr das so haben wollt. Gut, die haben leider immer noch keinen. Also vielleicht sollte ich mir jetzt auch mal ein Jagdflugzeug noch eins kaufen. Zack. So, ihr macht mal hier weiter. So. Den können wir jetzt dann auch einfach langsam mal runter hungern sozusagen. So, ihr schneidet da ab. Ihr könnt vielleicht mal gucken, ob da einer drin ist. Das war so klar, dass da einer drin ist. So, aber der ist jetzt auch abgeschnitten von der Versorgung. Der kann sich leider nicht aufladen. Na gut. Lassen wir das erste Mal. Du versuchst den jetzt mal zu tilgen, auch wenn da der scheiß Jäger ist. Ah ne, der Rumäne hilft. Lieber noch eine Runde gewartet, dann wäre das auch mit der Versorgung für den schlechter geworden. Okay.
Kursk haben sie ja eigentlich überhaupt nicht verteidigt, ey, WTF. So, du versuchst da mal hinterher zu gehen. Und ihr macht da mal einen Gewaltmarsch hin. Und das geht leider nicht. Moment, ich hatte doch jetzt den einen da weggetan. Da muss der hin. So, dann musst du da mal hin. Okay, so. Ich guck gerade, ob ich zufällig einen habe. Ja, der käme nur bis da. Okay, da scheint keiner drin zu sein. Okay, also da tun sie immer einen rein. Wahrscheinlich war das auch in der Wirklichkeit so. Die spielen ja immer gern hier wie in der Wirklichkeit. Das ist aber auch, obwohl ich glaube nicht, dass sich da einer rumtreibt. Und selbst wenn, das müsste dann ja schon eine sehr, sehr schnelle Einheit sein. Verlegen wir das scheiß Hauptquartier mal irgendwo hier hin, damit die mal ein bisschen besser hier unterstützt sind. Okay. Hier haben wir noch einen, der geht mal da nach vorne. Korps kommen, die kriegen auch. Nee, das heißt, dem gebe ich keine Mobilität, aber sonst kriegt der ein paar Upgrades. So, der hatte wohl schon oder kommt irgendwo hin. Okay, auf jeden Fall schon mal gut, dass jetzt nochmal ganz gutes Wetter war zum Abschluss. Bevor es jetzt richtig Winter wird, verlegen. Wo können wir das am ehesten gebrauchen? Problem ist natürlich, dass es auch überall... jetzt tun wir eine hierhin und die andere kommt dahin. Das war jetzt doof, das wollte ich eigentlich nicht. So, und dann hatte ich doch irgendwo, ist doch hier noch so ein scheiß Partisanenfeld. Da kannst du mal kurz da drauf laufen. So, und dich verlegen wir mal. Wo war das jetzt? Irgendwo da, glaube ich. Kommt da eh nicht dran.
Okay. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns noch den rumänischen Panzer. Und dann ist das MPP schon wieder hinüber. Zumindest zu großen Teilen. Den hier. Okay, die haben den gar nicht angegriffen. Habe ich jetzt kein Problem damit, dass das so ist. So, du fährst mal da rein. Und genau, ihr solltet dann auch ein bisschen stören. Ein kleines Störmanöver sozusagen. So, jetzt weiß ich natürlich nicht. Das ist alles weg, WTF. Es wäre natürlich eine Überlegung wert, einfach mal mit einem die Dingesroute anzugreifen. Das könnte man natürlich machen. Gut, aber ja, wir haben jetzt schon mal sind einen ganzen Schritt nach vorne gekommen. Komm, den greifen wir jetzt trotzdem mal an. Ah, das war jetzt leider dann doch verlustreich. So. Da scheint ja keiner drin zu sein. Dann gehen wir da mal einen Schritt nach vorne. Gut, die werden jetzt wahrscheinlich sowieso irgendwelche Einheiten da reinstellen, aber dann ist das halt so. So, also eigentlich müsste man Pskov und Luga auch schützen, damit die im Norden gute Versorgung haben. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob sich das nicht sowieso, wenn man Leningrad hat, erledigt hat mit deren Versorgung. Also, dass man dann selber bessere hat sozusagen. Müsste man halt mal gucken. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal den Zug an. Das heißt, Moment, hatten wir in Afrika. Ah ja, genau, da hatten wir die Einheiten diese Runde repariert. So war das. Und könnten dann nächstes Mal dann mal ja, hier angreifen. Das ist klar. Was? Anti-Kommentaren-Pakt? What? Stufe 2. Langstreckenflugzeug Stufe 1. 945 und 212. Okay. Also könnte man jetzt die Fallis eventuell in die Schlacht führen. Ups. Oder ist er jetzt nicht abgestürzt? Passiert nämlich ganz gerne mal mit dem Rechtsklick. Ah, toll, da stellen sie einen rein, diese blöden Arschlöcher. Na gut, aber dafür nähere ich mich jetzt auch schon Stalingrad. Okay, also in Kantianirovka, da scheint die Versorgung langsam schlecht zu werden, was mir schon mal zusagt.
Aua. Oh, die haben jetzt Stufe 2 schon entwickelt, wie man sehen kann. Also jetzt wird es dann langsam unangenehm. Ich würde sagen, sobald der russische Winter zugeschlagen hat, werden wir da mal ein, zwei Runden Pause einlegen. Das wird dann auch dazu helfen, dass die Versorgung insgesamt besser wird und mal Upgrades, also auffrischen, Upgrades und so weiter und so fort. Wäre natürlich geil, wenn ich jetzt noch vorher Leningrad und Stalingrad einnehmen könnte. Ich denke mal, Leningrad sollte schon funktionieren, weil die Stadt belagere ich ja praktisch momentan. Und dann würden die jetzt sowieso dann erstmal abwarten, würde ich sagen. Und sich regenerieren und dann vielleicht im ja, Sommer Richtung Wolchow vordringen und okay, bereiten sich auf den Krieg vor. Sibirische Truppen, auch das noch, dass die ankommen, das ist natürlich nicht so schön. Verhindern die Versorgung. Okay, da habe ich irgendein Dingesfeld anscheinend übersehen. Das ist nicht so schön, muss ich sagen. Aber ich würde mal sagen, wir. Da kommen jetzt zum Glück gleich ein paar Einheiten an. So, die 17. Deutsche Armee, eine ungarische Garnison und eine rumänische Garnison. So. Gut, aber ja, das werden wir uns dann im nächsten Zug alles anschauen. Sind jetzt auf jeden Fall ein ganzes Stück heute weiter vorgedrungen, haben das ein oder andere Hex eingenommen, obwohl es jetzt natürlich inzwischen so ist, dass ja praktisch in jeder Stadt Widerstand, ja, Widerstand unterwegs ist, was ein bisschen ärgerlich ist. Also dann, bis denne. Ciao, ciao.